Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fluch von Herobrine 2. Ja, im letzten Part haben wir hier aufgehört, kurz vor diesem roten, leuchtenden Stein. Und ich würde sagen, den schauen wir uns doch gleich mal an. Oh, er leuchtet jetzt blau. Ah, je nachdem, wie wir drauf drücken, ändert er seine Farbe. Das ist ja cool. Dann werde ich gerade mal... Ah, da hinten... Ah, das ist so ähnlich wie bei Temple of Endurance, oder? War das Temple of Endurance? Ne, es war Unexpected Adventure, genau. Da konnten wir nämlich hier die blauen Blöcke ausschalten. Und jetzt können wir dann nämlich lang gehen. Mhm, coole Sache. Und hier müssen wir dann wahrscheinlich am Ende hin. Oder? Ja, wahrscheinlich. Dann würde ich sagen, machen wir doch mal hier weiter. Ja, das hat mir schon in Unexpected Adventure sehr gut gefallen. Das Spielchen mit den Farbwechseln fand ich sehr, sehr cool damals. Aha, was ist jetzt gefragt? Ah, jetzt kann ich hier drüber. Mhm. Aufmachen. Und jetzt bin ich wieder am Anfang. Das wäre lustig. Ja, in der Tat, hier ist wieder der Anfang. Ah, und jetzt kann ich hier rein wahrscheinlich, nicht wahr? Genau, okay, nice. Oh, wieder coole Musik. Und der nächste Dungeon. Ja, es hat hier viele kleinere Dungeons. Tipp. Cube auf Farbblock plus Umfarbenschalter ist gleich Block Vanish plus Reset Value. Alles klar, das sieht jetzt überhaupt nicht kompliziert aus. Da müssen wir schon mal hin. Und wo ist unser Block? Ich glaube, wir müssen da tatsächlich zuerst auf Rot schalten. Ja. Okay, das ist doch eigentlich gar nicht so arg schwierig, weil wir können immer hier den Block saven. Müssen jetzt die Farbe wechseln. Und jetzt können wir den Block wieder verwenden. Wir müssen halt aufpassen, dass er nicht während eines Wechsels auf einer Farbe liegt, ne? So, jetzt könnten wir ihn da saven. Okay. Dann würde ich sagen, schieben wir den einfach mal rüber. Und nehmen uns den dann mit. Zack. Genau, jetzt ist er nämlich hier drin und jetzt können wir ihn hier rüberschieben und können ihn da drüben gleich wieder saven, weil sonst bringt's nichts. Klick. Und da haben wir ihn. Okay, wohin jetzt? Wir könnten geradeaus, bringt aber nichts. Jetzt können wir hier rein. Okay, da rein und da drüben an die Wand müssen wir ihn schieben. So, und jetzt da hinten irgendwie durch, dass wir da hinten zum Safe Point kommen. Ja, ja, genau so. Klack. Dann nochmal die Farbe wechseln. Ja, also ist ein cooles Rätselchen. Nicht allzu schwierig. Bisher zumindest noch nicht. Nee, wir haben es geschafft. Aber trotzdem sehr coole Idee, ja? Muss man ja mal sagen. Und bam, da ist es offen. Und wir kriegen ein Bronze-Key als Belohnung. Das ist doch eine gute Sache. Mit dem kommen wir jetzt hier weiter und gelangen in einen dunklen Raum. Okay, wozu ist der Gang hier da? Aua. Okay, das heißt, ich werde hier mal ganz mit dem Sneak drüber gehen. Ja, ja, das sind sie nämlich schon. Hallo, ich bin doch gesprungen. Ach, so eine Kacke, ey. Okay, jetzt kommt's gleich. Ja, ja, das sind sie schon. Okay, wo sind die? Das ist echt verdammt fies. Nice. War es das? Ich hoffe mal. Ah, ich bin mir da gerade noch nicht so sicher. Doch.
Ah, jetzt geht's da drüben weiter. Allalal. Ich komm näher. Ja, also ich rate euch auch hier mit Sneak drüber zu gehen, weil die Zacken, die sieht man halt einfach echt überhaupt nicht. Und mit Sneak kommt ihr da ganz safe drüber. Beziehungsweise mit Sneak, ja, bleibt ihr halt stehen, wenn ihr vor einer Lücke steht. Das ist vielleicht ein bisschen cheaten, aber auf jeden Fall erspart das einiges an Frust. Ah lol, ich bin wieder am Anfang. Also viel zu Frust, ne? Ich hasse diese schwarzen Räume, die kriegen mich jedes Mal richtig dran. So, und jetzt darüber. Weil ich mich gerade schon freuen, dass ich es geschafft habe. Und da war ich wieder am Anfang. So, jetzt aber. Oh, es geht raus. Yes. Der Typ schon wieder. Gib mir das Schwert. Auf der Stelle, Mann. Nö. Okay. Okay, der geht weinen. Kann er machen. Aber er hat Pech gehabt. Ah, okay. So, was wollte ich haben? 20, ne? Drück ich doch mal B. Kannst du schneller gehen? Und wie? Ja, ich sollte doch jetzt schneller laufen können, dachte ich, oder? Also... So viel schneller ist es doch gar nicht. Oder wenn ich über 4 drüber komme, dann bin ich echt schneller. Also, ich bemerke den Unterschied jetzt nicht so krass. Vielleicht täusche ich mich aber. Okay, da ist AdventureCraft einfach mal so gecrashed. Und zwar dürfte die nicht mit Shift nach unten leben, sondern einzeln. Gut, wieder was gelernt, aber ich kann mir sowieso nichts kaufen. Oh. Thank you. Hey, das ist geil. Ja, das ist nice. Ja, okay, was haben wir denn gerade? Na gut, die Anti-Radiant-Rüstung. Ich glaube, die ist schon nicht so schlecht. Ich kaufe mir hier einfach mal nichts. Ich meine, wir haben jetzt eigentlich Mythen oder so. Und er passt es so. Und der Typ ist fertig. Okay. Er flennt nicht mehr. Ist doch schön, ne? Haben wir ihn wieder glücklich bekommen. Oh, und jetzt geht's da rein. Ne, da ist noch eine Tür davor. Okay. Ja, hier braucht man den Herobrine Key. Aber vielleicht finden wir den ja direkt hier. Nee. Sondern einen Bronze Key. Wo brauchen wir denn den? Hier drüben? Ah. Alles klar. Okay. Dann haben wir hier ein Steingebilde und da wacht die Spinne. Boah, wo kommst du denn her? Da hat sie mich ganz schön hart ausgetrickst. Oh, ich dachte gerade, da wäre noch einiges. Hä, wo kommen die denn her? Ich glaube, ich gehe hier lieber weg. Der Ort scheint wohl ein bisschen verflucht zu sein oder so. Gems hat's auch nicht mehr. Ja. Also, weg hier. Boah, nice, die geben Silbercoins. Ist ja richtig geil. Weil Silbercoins sind schon einiges wert, ne? Also lohnt sich, die Viecher auf jeden Fall zu töten. Okay, dann haben wir 5 Bomben. Und... Ach, das sind die Sharks? Sharp wahrscheinlich. Weil Sharp heißt ja Hai. Die kennen wir ja auch schon aus der ersten Version. Oh, und wir kriegen eine Silbercoin. Nein. Okay, würde ich mal sagen, gehen wir in dieses weiße Gebäude rein. Sieht ja sehr suspekt aus. Okay. Die Musik hier ist sehr, sehr leise. Los, wir machen jetzt einen Triple Kill. Und noch einen. Komm, das war ein Triple Kill, oder? Ah. Schwertschlacke Level 6.
So, ich schau mal, dass ich jeden erstmal verletze. Und danach kill ich die alle auf einmal. Bam, bam. Das war schon mal ein Doppelkill. Plus. Oh. Na. Schon wieder nicht. Okay, eins, zwei, drei, eins. Und jetzt bam, bam, bam und bam. Oh, komm, das war doch... Ja, gut. Ich dachte, ich hätte sie alle vier nacheinander getötet, aber anscheinend nicht. Dann kommst du dran. Weil dafür kriege ich mehr Erfahrungspunkte und das kann ich sehr gut gebrauchen. Hau nicht ab, du Spaten. Eins, zwei, drei, vier. Boah, der war nice, oder? Richtig gut. Okay, ich bin. Double Kill, 100 XP plus. Ja, auf jeden Fall ein cooles Kampfhaus, vor allem wenn man hier echt, ihr seht's ja. Echt sehr schön. Ja, farmen kann irgendwie so ein bisschen. Was heißt farmen, man kann ja die nicht unendlich oft besiegen, sondern nur einmal. Kann es sein, dass es gerade dieser Kirchturm ist, den wir von außen gesehen haben? Ich glaube nämlich, dass es der ist, oder? Mit Creeper? Nee. Dachte schon. Okay, bam und bam. Na, Double Kill. Ja, Double Kill, easy. Okay, der ist ein ganz schöner Lappen gewesen. Der konnte ja überhaupt nichts. Also wir haben schon einiges an EP gesammelt. Das ist doch schön. Zack, zack. So, dann schaue ich mal. Mache ich dich als Triple und die anderen als Double. Weil Quad Core. Quad Core 4 Herzen, nee. Weil 4 auf einmal geht anscheinend nicht. Geht's aber zack und zack. Boah, wir haben schon wieder 11 Gems, ey. Die kriegt man so gut durch die Gegner. Das ist richtig geil. Okay, jetzt hole ich mir die drei. So, das heißt zack, zack und zack. Ja, zu lahm. Egal, vielleicht halt zu den drei. Ja, hau ab. Wieder nur Double, ey. Das gibt's doch gar nicht. Du kannst nur schneller gehen. Ja, das habe ich mir sogar als Update gekauft. Okay, ich schwäche die wieder erstmal vor. Ja, okay, bei denen geht es nicht so gut. Oder? Warte mal. Zack, zack. Zack. Ja, müsste Double Kill. Ja, easy Double Kill. Schöne Sache. Warte, ich werde mal den Skelett da oben drauf besiegen. Dann kriegst du eine rein. Und der Zombie auch noch. Der Zombie und der Zombie. Und dann kriegst du einen rein, du einen rein und du einen rein. Wieder zu lahm, das gibt's echt nicht. Macht aber echt Spaß hier in dem Haus. Das muss man ja mal sagen. So, jetzt Triple Kill, oder? Wieder nur da. Das gibt's doch nicht. Boah, mit denen geht es ziemlich geil doch, oder? Warte mal. Bam, bam. Das war aber schön. Und nochmal ein Double. Dann halt nicht. Oh, jetzt haben wir es geschafft. Abkürzungsteleport zum Anfang. Okay, jetzt geht's nach unten, oder was? Ja, geile Kampfarena hier. Oh, da bin ich so geil. Bisschen viele von euch. Na komm, jetzt treffe ich scheiß Spinne. Down, down, down. Double Kill. Okay, er hatte quasi die maximale Weite ausgenutzt, um einen riesigen Turm zu machen, in dem man nur kämpft. Aber ich merke schon, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Da kann ich mich nicht mehr so auf Kills konzentrieren. Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich überhaupt überlebe. Und trotzdem habe ich einfach gerade einen Triple Kill gemacht und einen Double Kill. Also schlecht laufen tut's auf gar keinen Fall. Einfach drauf hier. Bam, 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 bam. Alle abplatzen, meine Freunde. Bam. Nochmal ein Double Kill. Ich
Schwertstärke und Level 8. Also hier kann man echt richtig krass hoch. Hier kommt man echt krass hoch, ja. Die Musik klingt wie vermutet matt. Vielleicht kennt ihr sogar das Spiel. Ist schon relativ alt. Aber sehr cool, das Spiel. Ich wette, die Musik ist vermutet matt. Die klingt genauso. Kann der Steller ja gerne mal schreiben, falls er gerade ansieht. Mich sehr interessieren. Was mich mehr interessiert ist, wie schnell ihr alle abkratzt. 1, 2 und 3. Ja, geht doch. Ah, Mann. Kein Triple Kill, oder? Bis jetzt aber. Bin echt enttäuscht. Okay, nice. Ganz viele Skelette. Alle abkratzen. Auch. Triple Kill. Nice, endlich. Wir brauchen aber mittlerweile schon echt sehr, sehr viel XP, um ein neues Level abzukriegen. Und wir haben echt schon sehr, sehr viele Münzen bekommen, ja. Und Gems haben wir auch schon wieder 14. Also das ist echt ganz schön nice. Ja, von Gems soll ich mal auf die Schwertstärke sparen. Die ist halt echt teuer. Die kostet 40, soweit ich weiß. Und ja, es wird halt echt geil, weil dadurch werden diese Kämpfe hier noch leichter. Man kann noch leichter die Kombi bekommen. Dadurch wird man noch stärker, ja? Also, das ist quasi so eine Art Kreislauf. Okay, ich glaube, wir sind am Ziel. Oder es kommt jetzt erstmal der richtige Bosskampf oder sowas. Keine Ahnung. Oder? Oh, oder es geht glaube ich wieder nach oben, oder? Ja, ist echt so. Also hier ist echt ein richtiger Kampftower. Ich finde es eine coole Sache. Macht echt Spaß. Vor allem mit diesem Level-System macht sehr viel Spaß, weil man dann halt gerade auch viel dafür bekommt. Und man kriegt viel Geld, kann sich danach geile Ausrüstung kaufen. Ich wette, alle Musiken, die wir gerade hören, sind alle vermutet matt. Würde mich zumindest echt nicht wundern, weil die Musik klingt echt genauso. Den Triple Kill haben wir auch noch kurz gemacht, easy. Oh, 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 scheiße. Bisschen viele von euch. Oh, Mann. Double Kill, ja, schön. Wir haben schon wieder fast die Hälfte von den Erfahrungspunkten, die wir fürs Level abbrauchen. Was zur Hölle, wie viele seid ihr denn? Einfach drauf. Ja, ganz viele Double Kills. Ich dachte, ich kriege die ganze Zeit Triple Kills, aber ne. Viele Double Kills. Aber ist ja auch schon was Gutes, ne? Ich will mich ja gar nicht beschweren. Ja, da, du machst mal einen Abgang bitte und du auch. Dankeschön. Oh, wir haben gleich eine Schwertstärke Level 9, Fragezeichen. Ich glaube schon. Ja, ich glaube, Triple Kill ist tatsächlich das höchste, mehr geht nicht. Sonst hätten wir bestimmt schon ein Quad Kill. Da hast du die Fähigkeit, dich alle 3 Minuten selbst zu heilen durch die Taste X. Nächste Heilung in 3 Minuten möglich. Das ist eine coole Sache. Boah, das ist ein Spinner. Der muss sterben. Vertrauen? Ja. Okay, jetzt rastet er hier, glaube ich, echt ein bisschen aus. Wo kommst du her? Naja, wieder abhauen, der Spasti, ey. Jedes Mal dasselbe mit dem. Sterbt. Alle down sind sie. Okay, meine Fackel ist irgendwie weg. Ich weiß nicht, wo die hin ist. Ich werde mir gerade mal wieder cheaten. Hör auf zu cheaten. Ja, ja, tut mir leid. Ganz ruhig. Ich muss aber eine Torch haben, weil das ist echt ziemlich gut für eine Aufnahme. Und die ist irgendwie verschwunden. Okay, der Part ist fast vorbei.
Ich würde sagen, wir besteigen noch diesen leuchtenden Turm. Den haben wir ja schon gesehen. Und danach, ja, werde ich den Part wahrscheinlich direkt oben beenden. Das klingt auch wie so eine Mutti-Matz-Musik, ja. Also vielleicht ist es ja eine. Wirklich, mich wundern. Ich sag's die ganze Zeit. Okay, Leute, das ist doch mal eine richtig geile Aussicht, oder? Vorne haben wir noch einen Tempel, da ist irgendwie, keine Ahnung was. Und ich glaube, da waren wir jetzt gerade eben drin und das ist der andere Tower gewesen. Und da geht es jetzt gleich wieder raus. Und danach müssen wir wahrscheinlich da hinten zu den Bombendingen. Ich weiß es noch nicht genau, aber ich würde sagen, das finden wir zusammen im nächsten Part heraus. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Wie gesagt, mehr davon beim nächsten Mal. Ja, das war's dieses Mal von Flug von Herobrine und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Ciao.